Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Janis, ich bin einer der Gründer von Prime Estate und heute geht es um das Thema glücklich sein. Für viele Menschen ist glücklich sein das höchste Ziel der Lebenskunst. Wie siehst du das? Dreht sich nicht alles, was wir tun, einzig darum, dass wir glücklich sind? Unsere Beziehungen, unsere Arbeit, das, was wir in unserer Freizeit tun, das, was wir kaufen, bei allen wünschen wir uns im besten Fall unser Glück und unsere Freude zu maximieren. Und zunächst einmal macht es Sinn, sich zu fragen, was es überhaupt bedeutet, glücklich zu sein. Was ist Glück? An genau dieser Definition beißen sich die Philosophen und Wissenschaftler seit Jahrtausenden die Zähne aus. Nichtsdestotrotz lassen sich zwei große Strömungen festhalten. Auf der einen Seite ist Glück das, was man vielleicht als generelle Lebenszufriedenheit übersetzen könnte. Einfluss auf diese Form von Lebensglück haben Faktoren wie Familie, Liebe, Beruf, Finanzen und Freizeit. Es geht also um den allgemeinen Status. Die passende Frage dazu lautet, bist du mit deiner jetzigen Lebenssituation glücklich und zufrieden? Auf der anderen Seite gibt es aber auch noch die Definition von Glücksgefühlen in jedem einzelnen Moment. Jene Augenblicke, in denen wir uns voll und ganz mit dem Leben verbunden fühlen, in denen die Glücksgefühle und Glückshormone wie Serotonin oder Dopamin nur so sprudeln. Um diese kleinen Momente richtig leben zu können, musst du wissen, was dich für den Moment so richtig glücklich machen kann. Außerdem frage ich mich, warum das Thema Glück in unserer Gesellschaft immer wieder aufkocht und so viel Bedeutung zu haben scheint, während viele Leute doch den Eindruck machen, dass sie nicht wirklich glücklich sind. Ich denke, die Sache ist folgende. Viele von uns leben heutzutage in einer Ellenbogengesellschaft, in der es vor allem um Leistung geht. Von klein auf bekommen wir eingebläut, dass es immer höher, weiter und schneller gehen muss. In der Schule beispielsweise wird das durch das Notensystem symbolisiert und so blicken wir dann auch oft auf unsere Arbeit oder selbst auf unsere Freizeit. Es muss immer alles so schön durchoptimiert sein. Verstehe mich nicht falsch, Performance ist etwas Wundervolles, auch sie kann glücklich machen und sie ist ein Antrieb für großartige Dinge, die in dieser Welt erschaffen wurden. Wir von Prime Estate versuchen ja auch mit unseren Tipps und Biohacks das Beste aus jedem Menschen herauszuholen. Aber wenn auf dem Weg der Leistung und Performance das Glück verloren geht, dann spannen wir den Karren vor den Ochsen. Das wäre dann paradox, denn im Endeffekt wollen wir ja vor allem glücklich sein im Leben. Die gute Nachricht ist, und da sind sich wirklich die allermeisten Wissenschaftler einig, Glück ist etwas, das jeder einzelne Mensch lernen kann. Es ist keine Frage von glücklichen Umständen, sondern vielmehr eine Frage einer intelligenten und ganzheitlichen Lebensführung. Was denkst du zu dem Thema? Kennst du Menschen, die gerne glücklich wären, es aber nicht sind? Bist du vielleicht selbst so ein Mensch? Ich würde mich freuen, wenn du einmal kommentierst, in welcher Beziehung du zum Glück stehst. Ist es Zufall oder hängt es von den Lebensumständen ab? Wenn du nun wissen möchtest, wie das Ganze in der Praxis aussehen soll, dann schau doch in dem Video eine Anleitung zum Glücklichsein vorbei. Hier gebe ich dir die wichtigsten Säulen und Eckpfeiler an die Hand, mit denen man selbst das Glücklichsein praktizieren kann. Ich hoffe, dass dir dieses kurze Video zum Thema Glücklichsein gefallen hat. Wenn ja, dann lass doch auf jeden Fall einen Daumen hoch und abonniere diesen Kanal, da in nächster Zeit noch viele Videos mit spannendem Content auf dich warten werden. Bis dahin, bleib glücklich, dein Janis.